So. Also du kannst sozusagen wählen zwischen Williams Pest und Christbirne Cholera. und einem guten Pflaumenwein. Pflaumenwein. Ah, geil. Den können wir nicht auch mal alle machen. Ich brauche Machen die. wir überhaupt nicht alle. Ich brauche doch, den müssen wir mal alle machen, weil ich brauche die Flaschen für Eierlikör. Guck mal, wie dekorativ die aussehen. Ja, Weißt du, wie gut Eierlikör da drin aussieht? Weißt du nicht, weil der auch so ein Kostverächter das bist. kriegst du aber, das ist doch oben so dünne, das kriegst du doch nicht mehr raus. Was? Klebt das nicht oben dann zu, oder? Ach, ich krieg das hier nicht. Tobias ist wieder da. Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt, sozusagen. Die Verpackungsschwierigkeiten hier, die hören Dein nicht Gesicht auf. ist schwierig. Dein Gesicht ist eine Verpackung. Für einen echt hässlichen Inhalt. Boah! Hast du nicht damit gerechnet, ja. Gottes Willen. So, Vom naja. Bruder der letzten 2 Wochen ist dein Gesicht ist ein 20-Liter Faltkanister. Was? Was ja zum Thema Faltkanister fällt mir ja immer Island ein. Guck mal hier, wie groß das ist. Ja, da kriegst du nämlich auch ein paar ganze Eier durch. Das ist dann Flip. wie so eine Erdbeerbowle mit ganzen Früchten. Gibt's dann einfach mal Eierlikör mit ganzen Eiern. Vor dem Frühstück gibt's erstmal einen Pflaumenwein. Als alte Hanoier Tradition. So. Guten Morgen. Chin chin. Chin chin, Tobias. Einfach köstlich. Oh. Es lohnt sich mehr als das Sushi. Ja, der Worte wurden ja wahrscheinlich schon viele verloren, wenn man einfach mal über das Thema isländischer Black Metal und Black Metal aus Island spricht. Asi-Albentitel. Was? Ja, richtig, die ganze Sprache ist Voll echt vom Arsch. anti-Mitteleuropäer-mäßig ausgelegt. Richtig. Das ist nur was für, wenn du Das mit hauptsächlich dritter was für Generation Isländer. Walfänger und Und? Haben ja nichts da an oben, die heißen aber. Quellen gegurgelt hast. Nur dann kriegst du das raus, phonetisch. Ich war ja selber noch nicht dort. Warst du schon mal auf der Insel? Auch Um nicht. Gottes Willen, weißt du, wie weit das ist? Ich würde aber gerne mal dorthin. Der Flaspo war ja dort. Und hat mir auch wieder einen Fakt über Island nahegebracht. Und zwar, da gibt es ja riesige Gewächshäuser, die natürlich mit Geothermie betrieben werden, um da drin ein heimliches Klima für Pflanzen zu erschaffen. Denn ansonsten ist die Insel landwirtschaftlich ja eher schwierig, wie man unter uns Farmern sagt. Robin. Und da wachsen Tomaten und die diverse andere einjährige Gemüse. Und da gibt es dann Kästen, da wohnen sozusagen Hummeln drin. Und fliegen dann rum und bestäuben. Und warum sind das Hummeln und keine Bienen? Weil das schon immer so war, Tradition. Traditionell wird dort der Hummelflug in Island großgeschrieben. Ja. Hummeln fliegen bei niedrigeren Temperaturen als Bienen. Das heißt, wenn die Geothermie mal nicht so, also mehr Geo als Thermie ist, so, dann ist diese chubby Hummel, das dicke Insekt, die gemobbte Flugkünstlerin sozusagen, ist die eher am Stissel als eine Biene, um dort von Tomate zu Tomate oder besser von Tomatenblüte zu Tomatenblüte zu springen. Diese possierlichen Tierchen. Ansonsten war aber auch mal der Roger Schrigo war auch mal dort und hat mir erzählt, dass er, ich glaube, zweifelsohne das Äquivalent zu 6 oder 7 Euro oder mit was bezahlt man denn in Island? Bezahlt man in Island mit Euro? Ich Weiß ich will es nicht, aber überhaupt nicht, bezahlt null. viel. So, man bezahlt viel und zwar, ich glaube, 6 oder 7 Euro hat er dort für einen Apfel gelassen. Ich weiß nicht, ob das ein urbanes Gerücht ist, aber da dort ja der Obstanbau, sind wir wieder bei den Agrarthemen, ja nicht so groß geschrieben wird, also da gibt es ja nicht großartig Wälder oder irgendwas, wird ja mehr oder minder alles importiert. Würde ich So. als klassischer Carnivore noch weniger zum Obst greifen, als ich es so schon tue. Das stimmt, da kannst du dir eher mal den Wal grinden, wie bei den Gibt's Kumpels bestimmt auf dem Färöern. Wal auf Dömer oder so. Würmer. Eine Walaffel. Wallöner. So.
Ansonsten hat auch diese Insel ja landschaftlich beispielsweise und natürlich auch kulturell so einiges zu bieten. Du hast schroffe Küsten, du hast diese riesige schwarze Wüste im Landesinneren mit diesem berühmt-berüchtigten Flugzeugwrack, das da drinnen liegt, bis es der Wind in 20 Jahren komplett wegkorrodiert hat. Du hast diese riesigen Wasserfälle, diese geothermalen Quellen und alles, und man munkelt, dass der eine oder andere Eindruck dieser Naturkulisse, die sich dort an jeder Ecke bietet, der bei den Bewohnern der Insel geistig und folkloristisch und ansonsten auch an jeder Ecke irgendwo einen gewissen Eindruck hinterlässt, der dann wahrscheinlich nicht zuletzt bei, ich glaube, gerade mal knapp über 300.000 Einwohnern, also dagegen ist unser riesiges Thüringen hier ein mega Ballungsraum, ja wahrscheinlich die ein oder andere geistige Windung triggert, die du so als Mitteleuropäer nicht gekitzelt bekommst. Das ist ein schönes Einleitungswort, wirklich. Denn diese spezielle Aura oder Atmosphäre, die dieser doch relativ autark liegenden Insel, ja, die schlägt sich musikalisch wieder. Man kann in der Metal-Szene von Island, die vorwiegend im Black-Metallischen beheimatet ist, aber sich trotzdem musikalisch doch schon sehr, sehr unterscheidet, kann man zumindest einen Verbindungspunkt relativ cool ziehen. Und der ist eigentlich, dass es so eine spezielle fließende Atmosphäre hat, die isländischen Black-Metal so ein bisschen zu einer eigenen Kiste machen. Obwohl die Bands, wenn man im Detail guckt, schon Stück weit verschieden ist. Das würde ich definitiv festhalten wollen. Ansonsten ist es ein ganz schön verzweigter Hühnerhaufen. Also verzweigt und incestuös liegen ja oft nah beieinander. Genau, es ist ja so, dass die isländische Black Metal Szene, also gerade sowas in den letzten 10 Jahren, also zum kleinen Hype oder so ein Stigma sich herausgegeben hat, dass isländischer Black Metal was ganz was Besonderes ist. Das kann ich musikalisch absolut nachempfinden und bestätigen. Außer wir davon ausgehen, dass wir hier von einer Szene reden, die halt auch noch alle relativ in Reykjavik selber beheimatet ist, weil drumherum ist dann halt viel, viel, viel Felsen und Quellen und Natur. Ganz kurz, Reykjavik, ja, dort als Aushängestadt überhaupt, hat ja auch gerade mal knapp 100.000 Einwohner. Ja. Also es ist eigentlich, so gesehen, international ist es ein Kaff. So, jetzt an der reinen Bewohnerzahl gemessen. Wenn du dann allerdings siehst, dass sich ein Drittel der Bevölkerung dieser Gesamtinsel dort abspielt, ist es the place to be, ja, und was Island angeht. Und man muss es schon sagen, man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man da mal genau ins Detail guckt und dann Bandmitglieder von A und B und C vergleicht, dann hat man das Gefühl, da gibt es vielleicht so 8 Proberäume und da quetschen sich dann die 50 Bands rein. Und davon ist das Beeindruckende, 20 anscheinend so international wertvoll, dass sie nicht nur von Labels gesigned wurden, sondern halt auch im Laufe der letzten 10, 15 Jahre so viel rausgebracht haben, dass man schlichtweg die mit den Augenbrauen nach oben ziehen muss, weil das ist beeindruckend für die Größe. So, jetzt haben wir aber ganz schön vorgeschwafelt und haben nichts gesagt. Wir wollen ja über isländischen Black Metal im Schluss reden. Eigentlich wollten wir über Sulzafir ein bisschen labern und dann über Black Metal. Jetzt wisst ihr nicht, wie ziehen wir es auf? Ich habe keine Ahnung. Generell muss man ja sagen, wir haben ja wirklich einen Arsch voll gerade zu tun. Der Herr Kissberg, deswegen machen wir auch ohne Umschweife, ohne großartiges aufs Thema zuführen, sondern direkt rein. Mal kein Intro, sondern gleich. Zahlen, Daten, Fakten in die Fresse. Bam, 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 Peng in die Fresse, mitten in die Fresse, voll in die Fresse, ich weiß es nicht. Das Besondere an der isländischen Black Metal Szene, dass sich im Prinzip so die Außenwelt so richtig das ganze weltweit jetzt erst merkt in den letzten 10 Jahren, dass da unglaublich viel aufkommt. Das heißt natürlich, dass, wie das in vielen anderen Ländern so ist, dass Anfang und Mitte der 90er so die Kultbands sich so entwickelt haben, das war in Island eigentlich quasi nicht.
Dafür war damals die Vernetzung noch nicht da und man hat einfach ganz einfach von der isländischen Metal-Szene damals nicht viel gemerkt. Allerdings, bevor wir uns den ganz aufreisenden neuen Bands zuwidmen, gab es da schon so ein paar. Aber man muss halt sehr genau gucken. Zum einen natürlich die Überväter und die nach außen hin sicherlich weiterhin bekannteste Metal-Band Finnlands, Islands, namentlich Sulzdafir. Dass ich gerade gefurzt habe. Ach, ich muss das schon die ganzen letzten zwei Wochen auf Festivals so einfach wegignorieren. Dann mache ich das hier jetzt auch. Sulzdafir gibt es seit 1995 und es hat bis 2002, glaube ich, gedauert, bis dann das Debütalbum I Bloody Oak Anda veröffentlicht wurde. Damals noch über das gerade im Osten Deutschlands berühmt-berüchtigte und auch coole Label damals Ars Metalli. Sulzdafir gelten schon ursprünglich als Black Metal Band und das haut auch so irgendwie hin, auch wenn sie soundtechnisch nie so eine richtig klassische Black Metal war. Wenn überhaupt, dann war es eine verschrobene Viking Black Metal Band. In Anfangszeiten. Mit punkigen Einflüssen. Genau. Also das ist vielleicht das Verschroben, was du meinst. Da ist halt auch, da hat sich spieltechnisch auch sehr viel in den Anfangszeiten wirklich entwickelt. Ist bei Sulzdafir einfach das Ding, was ja immer so ein bisschen in dieser ganzen Debatte, wo sie ja jetzt, ich sag mal, mit der wirklich kernmetallischen und kernblackmetallischen Basis ja nicht mehr so viel augenscheinlich zu tun haben. Bei dem Würn und mitunter verkannte Band ja nicht hippen Kram, den sie da machen, dass die ja eine Phase hatten von, wann kam Köln raus? 2006, 2007, irgendwie sowas. Mit den ganzen Demos, die sie gemacht haben und den ersten drei Alben. Sieben. Also das was Tobi gerade ansprach, dann hat sie ja noch Masterpiece of Bitterness. Und dann hat sie das, dann hat sie Kult mit diesem ikonischen Cover, mit dieser Dame, die da ihren Körper verlässt, ja wirklich mal eine punkige, aber eigentlich eine krasse Black Metal Phase hatten. Und damals ja aber, wie du schon richtig sagtest, ja auch schwer gut in eine Schublade zu stecken waren, denn wirr und künstlerisch ambitioniert waren sie ja schon immer. Und das ist aber auch so ein Ding, dass du dort auf der Insel für die meisten Bands gelten lassen musst, dieses wirklich hohe, hohe, hohe Level an Musikalität und künstlerischer Verkopftheit, die mitunter da in der Mucke drin steckt und diese ganze Sache qualitativ auf irgendwie eine ganz andere Ebene steckt, was vielleicht auch ein Grund für die internationale Beachtung und dieses internationale Resümee für den eigentlich geringen Grad an Bevölkerung ist, der dort oben rum kursiert. Ich meine, Sulzdafir hat relativ viel Zeit, sich soundtechnisch wirklich frei zu entwickeln. Ich glaube, da hatten sie, es gab nicht wirklich was Vergleichbares. Und sie hatten auch keinen Druck von außen gespürt, irgendwie soundtechnisch irgendjemanden glücklich machen zu wollen. Von daher war das immer so ein total, jedes Album war im Prinzip anders. Ich denke auch, das Debüt kann man soundtechnisch fast ein bisschen außen vor lassen, ohne es schlecht reden zu wollen. Ab Masterpiece of Bitterness, dem zweiten Album, war der Weg zu erkennen. Ist zwar technisch gesehen auch noch ein aggressiveres, schwarzmetallisches Album, was aber eher von Struktur und Fluss, und das ist auch ein total isländisches Phänomen, eher postmetallische Harmonien hat. Denn das gibt es in der isländischen Musikszene. Die Harmonien sind häufig sehr ähnlich dem, was heutzutage unter postigen Black Metal mit abläuft. Ist zumindest sehr ähnlich, weil Atmosphäre und Fluss da unglaublich wichtig sind. Und ja, Sköld, das dritte Album, war für Sulzdafir ganz klar. Ich glaube schon. Das ist das Breakthrough-Album gewesen. Und ja,
Vom Bekanntheitsgrad ist wahrscheinlich die Svartir Sandar von 2011 bei The Season of Mistybeer. Ja, genau. Allein wegen diesem ikonischen Videoclip Fiara, wo halt wirklich zum ersten Mal wieder seit ewigen Zeiten ein Videoclip einer kleineren Metalband für Aufsehen erregt hat und halt auch wirklich so, ich glaube, das promotechnisch auch richtig vorangetrieben hat, dass die Band ein Publikum bekommen hat, das sie so nicht auf der Uhr hatte. Die waren eigentlich zu schrullig, um wirklich breiten Erfolg zu kriegen. Dadurch, dass sie auch so hart an ihrer eigenen Sprache festhalten und dieser Gesang von Adal Björn, der auch schwer zu beschreiben ist, der kann schon irgendwie singen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Naja. Da ist viel Gefühl drin, es lässt sich nicht, es ist eigentlich, das kannst du null mitsingen und das bräuchte ich dann eigentlich. So, wo du sagst, okay, das ist eigentlich so ein Viber-Ding, aber versuche mal, soll's da vier Songs im Kopf mitzusingen, das wird nur problematisch. Ja, das ist dann nur so ein Kauderwelsch, dass da hier irgendwie durch die Synapsen wabert, aber also schrullig ist da, glaube ich, das richtige Wort und das trifft ja auf jeden Aspekt in der Band, trifft das ja zu. Also du hast ja, vor allem wenn du diese, ich sage jetzt mal, das erste Drittel oder die erste Hälfte des Bandbestehens hier anguckst, inzwischen haben sie ja so ein bisschen ihren Schuh gefunden, den sie da aufbauen, aber wie du schon sagtest, jedes Album war da anders. Das gab ja in dem Sinne jetzt nicht irgendwie den klassischen roten Faden, den du da siehst, wenn du sagst, wir bauen jetzt was auf und das wird dann mal dort und dort landen oder irgendwas. Die Artworks, das war durch die Bank weg das, wozu sie gerade irgendwie Lust und Laune hatten. Die Mucke war so ein emotionales Phänomen und auch das Aussehen der Band. Also kannst du mir nicht sagen, dass irgendwo da draußen ernstzunehmende Black-Metal-Bands in Zöpfen und Cowboy-Hüten durch die Gegend laufen oder irgendwas. Aber da hat es funktioniert und das ist halt so ein Phänomen. Denn das spricht eigentlich von verkopfter Mucke, von so diesen hohen künstlerischen Anspruch an Videomaterial und an die grafische Darstellung, an diese wirklich nicht unbedingt anbiedernde Sprache, die sie da vertonen, spricht eigentlich vieles dagegen, dass das ein Erfolgsmodell ist, aber ja. Hat richtig gut geklappt. Liegt vielleicht auch daran, dass das Riesenplus von Sulzdafiras ist eine fantastische Liveband. Und sie funktioniert halt auch vor Publikum, die eigentlich mit sowas nicht so richtig klarkommen. Weil Sulzdafir schwierig zu kategorisieren waren und halt auch schwierig so eine Erwartungshaltung aufzubauen. Das ist einfach ein totales Erlebnis. Also ich kann mich noch sehr gut an die Osten-Shows erinnern, wo die Jungs halt, ehrlich gesagt, keiner so genau wusste, was sie da eigentlich machen. Mhm. Aber es war absolute Gänsehaut und hat dann halt absolut funktioniert bei jedem. Und klar, dieser Überraschungseffekt ist ein bisschen weg. Und mittlerweile hat man ja so einen gefestigten Sound, der mal ein bisschen härter, mal ein bisschen weniger hart, aber jetzt halt so typisch Sulz dafür ist. Da muss man halt schon sagen, da hat man halt in den ersten 10 Jahren sehr viel richtig gemacht. So, wir wollen aber jetzt hier nicht nur über Sulz dafür reden. Ganz kurzer geschichtlicher Exkurs. Bevor wir uns hier den neueren Sachen zuwenden, die ganz total toll wichtig sind. Aber es gibt schon ein bisschen auch eine Geschichte aus den 90ern im Black Metal in Island. Und zwar gab es eine kleine oder junge Band namens Thule Mitte der 90er, aus der zwei sehr, sehr coole und frühe isländische Black Metal Bands entstanden sind. Namentlich Curse und Potentia. Ich dachte, du fängst jetzt hier mit einem Klassiker, mit Flames of Hell an. Nö. Okay. Und Curse und Potentiam sind beide sehr, sehr schrulliger Black Metal. Curse ist eigentlich schon fast so ein bisschen klassischer im skandinavischen Black Metal beheimatet. Kommt dann auch dazu, dass die dann irgendwann umgesiedelt sind nach Norwegen und Anfang der 2000er und seitdem dort irgendwie noch aktiv sind. Das letzte Album ist allerdings von 2011.
Void above, Abyss below, bei Swordstorm Productions. Oh, damn it, ich weiß das auch nicht mehr alles. Egal. Potenzia Mann auch zwei Alben, anfangs der 2000er und seit 2010, ich weiß nicht, ob das so richtig eine Fortführung ist, aber gibt es eine Post-Progressive-Metal-Band namens Continuum. Quasi aus den Überresten von Potenz, die haben heute noch existiert, aber die sind für die Black-Metal-Szene nicht so wichtig. Allerdings haben sie auch dieses typische finnische atmosphärische Aura in ihren Sounds, die irgendwie nie weggeht. Das ist halt das, wo du das halt so festmachen kannst dran. Ja, und Fortit! Fortit ist eine alte isländische Viking-Black-Metal-Band, die auch nach Norwegen umgesiebelt ist, haben 6 oder 7 Alben mittlerweile gemacht. Anfangs diese Voluspa-Trilogie oder 4 Alben, weiß ich gar nicht so mehr. 2020 kam bei Prophecy Productions World Serpent raus. Das ist das letzte Album der Band. Das ist auch ziemlich geil. Sehr, sehr cool. Aber sind technisch gesehen mittlerweile eher Norweger. Alter Schwede, vorhin Video, Leute, wir machen ja nicht so viele Bands, wir halten das ja schön kurz. Meine Fresse, ich sehe mich schon wieder hier beim Schneiden, sehe ich mich schon wieder schwitzen. Dann komme dann leider ein, wo du hin willst. So, ne, ich sehe ja diesen Zettel, da stehen schon wieder 1000 Bands drauf bei dir da drüben. Alles optional. Ja, optional, die muss ich noch, die könnte ich vergessen. Das müssen wir noch, die müssen noch erwähnt sein. Wer auf jeden Fall erwähnt sein muss, und da geht es mir um die, für mich ein der, wenn wir jetzt mal Solstaff hier da ausklammern, der beiden Hauptexporte und absoluten Favorites aus dem Genre. Und da gehen wir jetzt ein bisschen in die derbere Richtung und in die richtig kalt, finster, triefend böse, ist einfach Swartidaudi. Ich habe es ja hier bei dem Fundbüro, hatte ich es schon angesprochen, das Flash Cathedral ist einfach... Ich habe mich übrigens sehr über Sektemtum gefreut, ohne das jetzt hier vom Thema ablenken zu müssen. Ist ja auch fast Island. Ja, also ja. Transkontinental 5 Stunden. Oh, mit schnellen Flieger. Das, so. Flash Cathedral, ich glaube, das, ich weiß es nicht, es sind 4 oder 5 Lieder drauf. Es hat eine Spielzeit von einer knappen Stunde und es ist ein geordnetes, bösartiges Chaos auf dieser Scheibe drauf gepaart mit dem Erscheinungsbild dieser Band bei Live-Auftritten und dieser ganzen Attitude, die dahinter steckt. Ich habe sie leider bis jetzt noch nicht einmal clubtechnisch gesehen. Ich kenne die nur, ich glaube, 3-mal oder 4-mal von Deutschlands Open-Air-Bühnen. Ist einfach Killer. So, erstes Album, und das ist ja auch so ein Ding der isländischen Schwarzmetall-Szene. Erstes Album war Terratur Possessions, zweites Album ist dann Van. Und ich glaube, die beiden teilen sich so 90% des isländischen, aussagekräftigen Black-Metal-Marktes, teilen sich diese beiden Labels. Die haben so. Auf jeden Fall viel, die waren auf jeden Fall vorne dran, gerade Terratur Possessions. Swartidaudi war mit als Terratur Possessions, das ist ja ein norwegisches Kultlabel, das diesen sogenannten Nidrosien Black Metal, der rund um Trondheim Kult ist, quasi mit nach vorne gebracht. Und da waren Swartidaudi und Sinmara die ersten Bands, die direkt aus Island mitgeschliffen wurden. Swartidaudi ist sicherlich die zuerst dran waren und unter dem Gesichtspunkt vielleicht auch die wichtigste. Ja. Wir haben mittlerweile ein zweites Album geschafft mit 2019, Revelations of the Red Sword. Mhm.
Das ist bei Warnentscheiden, aber es ist tatsächlicherweise schwer zu unterscheiden, weil Warnrecords quasi auf den europäischen Vertrieb oder mittlerweile den kompletten Vertrieb für Terrator Possessions macht. Und das läuft alles über einen Online-Shop und das zu unterscheiden ist vielleicht sogar auch schon fast Quatsch. Ja, eine weitere Band, können wir dann gleich sagen, Sin Mara, die auch, das sind auch, da wird man, wenn man ins Detail guckt, merkt man halt, dass immer wenigstens zwei Bandmitglieder der vorherigen Band beim nächsten Projekt mitmachen. Das ist ein Grund, warum vor allem die neben der ganzen polnischen Fraktion Mikva damals wahrscheinlich angefangen haben, sich da zu maskieren. Ich Ja. bin auch ganz sicher, dass sie das aus Gründen der Produktivität und des Überraschungseffektes im Proberaum genauso machen. Die wissen überhaupt nicht, mit wem die zusammen in Die der Band gucken, spielen. welche drei Leute zuerst da sind, welche Band Genau, am und dann besten wird da ist. losgelegt. Und Alles dann, klar. okay, dann spielen wir heute die Kapelle. Alles klar. Das war die da, die Probe heute. Es ist gut möglich. Sind wir. Zwei Alben geschafft mittlerweile. 2014 kam das sehr, 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 sehr coole Debütalbum A Fertig Wurm raus und da kam 2019 noch Fiesels Tjarnana und auch alles über Terratur und Warn Records. Technisch, also es ist ähnlich kryptisch und ähnlich roh und dunkel und düster. Vielleicht nicht ganz so besessen, wie Swarti Daudi das anfangs war, sondern ein bisschen kryptischer, aber das sind Details. Ich bin sehr, weiß nicht selber nicht so genau, ob die das so gut unterscheiden können. Aber es sind detaillierte Unterschiede. Ja, die sind wichtig. Dann ebenfalls über Terrator Possessions veröffentlicht sind die vielleicht talentierteste finnische Black Metal Wir reden Band von derzeit. Island. Ja, sag ich, das zweite Mal, dass ich Finnisch sage, gell? Ich Warum habe das mal? erste Mal gar nicht gemerkt. Mein Gott, Ja, bist du gut. da habe ich mich selber. Isländische Black Metal Band, namentlich Und Mistyrming. da sind wir schon wieder bei diesem Scheißproblem. Nicht nur, dass die Namen jeden Mitteleuropäer hier irgendwie einen Krampf in der Zunge verschaffen, sondern die benutzen auch Buchstaben, die gibt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, ob sie im Isländischen gibt. Was ist denn das, was nach diesem MIS kommt? Ist das ein großes I? Ist das ein L? Ist das ein T? Ist das ein P? Ist das ein B? Ist das eine Mischung aus beiden? Dreien? Zehn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig viel, genau, mit Thurming. Ist eine Top-Notch-Band. Und was auch da wichtig ist, ich meine, Svarti Daudi sind ja so, ich sag mal, die sind ja alle im mittleren Alter. Miss Thurming, das sind alles so rische, junge Säcke. Ich weiß nicht, ob da schon jemand in der Band 30 überschritten hat. Naja, jetzt wahrscheinlich dann Und schon. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her. ist was? Die Die Gründung, Gründung, ja. ja, Das also Debüt ist generell doch. auch junge Band, außerdem noch. Das Debüt war von 2015 auch schon wieder. 2015, genau, das Al-Glami von Al-Glami von 19. 19, genau. Ja. Und ja, eigentlich das strikte Solo-Projekt vom Sänger und, was ist er noch, Gitarrist, der DG oder DG, wie man so schön sagt. Hat aber bei dem, meines Kenntnisstandes nach, bei dem zweiten Album zumindest, also beim ersten komplett seinen Schuh durchgefahren, Studioprojektmäßig, hat er bei dem zweiten Projekt sozusagen von seiner Band, Schrägstrich Liveband, ja überall Input bekommen. Die haben dem bei der Umsetzung geholfen. Und das macht die Sache so unendlich gut. Das ist so ein dickes Album. So. Also ich liebe das, dass die ein bisschen geradliniger geworden sind. So. Wenn jetzt auch die 2015er Oldschool-Fraktion sagen wird, da fehlt Schmott in der Produktion und das ist nicht mehr rau genug, das ist zu rockig. I love it. Zu rockig ist es vielleicht nicht. Mir fehlt ein bisschen die Wildheit. Naja, geradliniger halt. Gerade wenn ich mich daran erinnere, wie mich dieses Debütalbum Sönwar Els Oraidu,
damals so ein bisschen umgeblasen hat. Und dazu kam dann auch diese unglaublich energetische Live-Performance, diese blutüberströmten, jetzt ich fast wieder für dich gesagt, isländischen Teenies, die da auf der Bühne wirklich, auch auf der großen Bühne des Partisans, da so im kalten oder im hellen Nachmittagslicht unglaublich für Atmosphäre gesorgt haben und halt auch nicht fehl am Platz gebockt haben. Das ist schon beeindruckend gewesen. Und ja, sie machen, leider Gottes, lassen sie sich ein Stück weit zu sehr Zeit, denn die sind... sind aber auch nicht mehr bei Terratur. Also das letzte war ein französisches Label, ne? Debe Momorti Production. Ja. Das ist aber halt auch schon wieder 3 Jahre her und sie spielen ja nicht mal wirklich live. Hm. Und das ist schon gefährlich für so eine junge, wirklich aggressiv arbeitende Band. Zumal ja auch abgesehen vom Sänger, oder ich glaube, der ist auch noch in 4 anderen Bands wenigstens unterwegs. Der Rest auch alle bei weiteren Bands arbeitet. In diesen Zirkel gerne ja auch noch Bands wie Dinfari, Carbonoctum und alles, die auch alle aktiv sind parallel und veröffentlichen. Wie die das unterscheiden, das ist mir sowieso so ein absolutes Rätsel. Das weiß man nicht. Ich guck mal drauf. Bringen wir noch eine. Auch noch eine aus diesem Grund, die ich musikalisch extrem schätze, die auch nur ein Album gemacht hat, ein paar Split-EPs in der Zeit sind Almürqui. Ihr merkt's, es bleibt nicht einfach mit den Namen und die haben ein Album rausgebracht mit 2017 Umbra. Und das ist noch ein Ticken schwärzer und noch ein bisschen so stellar Atmosphäre, wie sagt man so, so ein bisschen kosmisch und finde ich fast noch dunkler und düsterer und und cool wie Sau. Die haben auch nur ein Album bis jetzt gemacht, haben dann nochmal eine Split gemacht. Ich glaube auch eine mit Ruins of Belarust. Vor kurzem, vor 2 Jahren. Ja, im Verhältnis, wissen wir ja nicht. Ja, Almyrkvi, auch sehr, 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 sehr cool. Ja, isländischer Black Metal an und für sich ist ein mega abwechslungsreiches Thema. Es ist mega herausragend, was für ein Mords-Output an qualitativ und international inzwischen renommierten Acts aus dieser dünner besiedelten Insel da stammt. Und die Atmosphäre, die da transportiert wird, das kannst du nicht künstlich erzeugen, das kannst du nicht nachmachen. Das ist absoluter Wahnsinn und es bleibt ein richtig spannendes Thema, denn der Drops ist, glaube ich, doch noch lange nicht gelutscht. Ist das schon dein Abgesang? Das ist mein Abgesang gerade eben, weil es ist ja, ich hab's dir gesagt, Alter, und ich muss mir noch was zu essen holen. Ich bin schon ganz dünn. Okay, dann kriege ich 90 Sekunden. Warte. Weil es halt auch noch eine Band ist, die nicht so chaotisch und nicht so extrem schwarz im kosmischen Chaos verwurzelt ist, sondern die einfach nur wunderschön musizieren. Da muss man wenigstens Auden erwähnt haben. Die mittlerweile 3 Alben veröffentlicht haben, 2 davon bei Season of Mist und die einfach wunderschön atmosphärischen, melodischen, leicht von Melodien postig angehauchten Black Metal draus machen. Zumindest Album Nummer 2 und 3, ich kenne als Debüt einfach nicht, sind uneingeschränkt zu empfehlen. Das muss ich vorlesen, das merke ich mir nämlich nie. Die heißen Farwegier Fürndar von 2017 und Föku Traumsins Fangier von 2020. Auden, glaube ich, die sehen auf der Bühne auch cool aus. Die werden es schaffen, noch mit Album 4 und 5 noch potenziell noch größer zu werden. Das glaube ich ganz fest. Und der ehemalige Solstafir-Drama hat jetzt ein sehr cooles Projekt namens Katla. Was man auch mal gehört haben soll. Sind bei Prophecy Productions noch eine Phase? Ich habe keine Ahnung, wie es letzte Album heißt. Wahrscheinlich auch irgend so ein
Simsams, Dums, Findagier. Also, was weiß ich. Das für heute. War das dein Abgesang, Tobias? Ich sollte noch 90 Sekunden. Das ist in Ordnung, das waren genau 90 Sekunden. Eigentlich waren 70. Gut, dann riefen wir uns zum Thema. Was machen wir als nächstes? Gucken wir mal. Alles klar. Peace out.